Etra-chan hat's gesehen. Mein Name ist Kuroki. Ich bin gerade bei meinen Eltern ausgezogen und in eine neue Wohnung gezogen. Sie ist ein bisschen verbraucht, aber die Miete ist billig, also nützt es wohl nichts. Oh, fast hätte ich's vergessen. Sag deinen neuen Nachbarn Hallo, wenn du ankommst. Ich sage lieber mal Hallo mit Imodon, was ich mitgebracht habe, wie meine Mutter es gesagt hat. Hallo? Ich bin gerade nebenan eingezogen. Mein Name ist Kuroki. Hi. Das ist ein Geschenk. Oh, danke. Wow, der Typ war verdammt gruselig. Ich hoffe, die Person links ist nicht so. Ich strenge mich am besten an, nicht so viel Lärm zu verursachen. Komme. Ich bin gerade nebenan eingezogen. Mein Name ist Kuroki. Hallo. Das ist ein kleines Geschenk. Dankeschön. Ich bin Hiragi. Gott sei Dank, die Person wirkt normal. Hast du schon Tachibana kennengelernt? Die Person, die auf der anderen Seite von dir wohnt? Ja. Oh, hast du. Ist irgendwas? Du solltest aufpassen. Anscheinend ist Tachibana eine Ex-Häftling. Was? Echt? Er wurde schon mehrmals wegen Körperverletzung festgenommen, wie es scheint. Außerdem gibt es ein Gerücht, dass er hinter den Einbrüchen steckt, die in letzter Zeit hier passieren. Oh Mann. Du solltest immer deine Türen und Fenster abschließen. Naja, man sieht sich. Ja. Oh mein Gott, ich hätte ihr nicht herziehen sollen. Aber ich muss erstmal sparen, um wieder umzuziehen. Ich passe besser auf, während ich hier noch wohne. Mit Hiragis Warnung im Hinterkopf habe ich trotzdem probiert, ein normales Leben zu führen. An Wochentagen bin ich um 8 Uhr zur Arbeit gefahren und abends um 17 Uhr wieder nach Hause gekommen. Es war ein sehr gewöhnlicher erster Monat in der Wohnung. Aber eines Tages, als ich nach Hause kam, bin ich müde. Endlich zu Hause. Ha? Das ist komisch. Warum ist mein Zimmer kalt? Was? Was zur Hölle? Mein Fenster ist kaputt. Jemand ist bei mir in die Wohnung eingebrochen. Scheiße, ein Einbrecher. Nein, nein, nein. Mein Bankbuch, mein Ausweis. Aber Gott sei Dank, es ist noch da. Aber diese Sachen waren jetzt nicht wirklich schwer zu finden. Es wurde auch nichts Wertvolles mitgenommen. Warum haben sie nichts mitgenommen? Es wurde nichts außer das Fenster beschädigt. Aber trotzdem habe ich die Polizei informiert. Der Dieb hat vielleicht etwas mitgehen lassen, aber es ist ihm bisher vielleicht noch nicht aufgefallen. Es könnte sein, dass das nochmal passiert, also bleiben Sie aufmerksam. Okay. Ich reichte meinen Schadensbericht ein und kontaktierte den Vermieter am nächsten Tag. Auch wenn es nicht viel war, habe ich das kaputte Fenster zugeklebt und bin dann schlafen gegangen. Nie im Leben kann ich so schlafen. Und das ist das, was passiert ist. Schon wieder? Es gab echt viele solcher Fälle in dem Gebäude. Also, wann können Sie es reparieren kommen? Also, naja, der Terminplan ist schon ziemlich voll diesen Monat. Wir können das in 3 Tagen erledigen. In Ordnung? 3 Tage? So lange. Okay, bis dann. Ich habe jetzt Angst, nach Hause zu gehen. Der Dieb bricht doch wohl nicht nochmal ein, oder? Du veräppelst mich doch. Das Klebeband, das am Fenster war, wurde abgemacht. Er ist nicht noch hier, oder? Bankbuch, Personalausweis, alles noch da. Schon wieder wurde nichts eingesteckt. Pass besser auf, Tachibana ist ein Ex-Häftling. Der Typ? Aber warum? Ich dusche mich erstmal. Morgen spreche ich mit der Polizei. Das Badezimmer ist nass. Es sollte seit heute Morgen schon abgetrocknet sein. Das ist komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das? Rasierer, Gesichtscreme, Seife, Shampoo. Hä? Warte mal. Warum steht das Shampoo so da? Ich habe es letzte Nacht noch kopfüber hingestellt, weil kaum noch was drin war. Jemand hat es zurückgetan, während ich weg war. Hat hier jemand geduscht? Oh, das ist so gruselig. Während ich mich komplett geekelt habe, war ich auch sehr neugierig, warum der Täter in meiner Wohnung einbrach. Hallo, Tokusa? Tut mir leid wegen der Kurzfristigkeit, aber kann ich morgen frei machen? Ja, kein Problem. Aber was ist los? Naja, also ich erklärte meinem Boss die Situation und entschied mich, morgen zu Hause zu bleiben und den Täter zu erwischen. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste, dass der Täter morgen wiederkommen würde. Ich war mir sicher. Ich
Ich werde dich definitiv erwischen. Und mit meiner festen Einstellung kam der nächste Tag. Es ist die Uhrzeit, zu der ich normalerweise losgehe. Wenn es wirklich mein Nachbar Tachibana ist, muss ich sicher gehen, dass er nicht weiß, dass ich zu Hause bin. Öffne die Tür und mach Geräusche, als würdest du die Wohnung verlassen. Jetzt. Ich verstecke mich unterm Bett. In dieser Position zu bleiben ist anstrengend, aber ich entschied mich, den ganzen Tag da zu verbringen. Ich benutzte die Toilette nicht und wenn ich trinken musste, habe ich eine Plastikflasche benutzt. Und ich versuche es drin zu behalten. 2 Stunden vergingen, aber es gab kein Anzeichen vom Dieb. Komm schon. Es war jetzt schon nach 5 Uhr abends. Was mache ich hier? Vielleicht kommt der Täter heute nicht. Hä? Das Geräusch vom Klebeband, was abgenommen wird. Endlich! Wer zur Hölle ist er? Er geht in die Richtung des Badezimmers. Vielleicht kann ich sein Gesicht sehen. Was? Nein. Du solltest auch aufpassen. Hiragi? Der andere Nachbar? Dieser Abschaum! Er hat versucht, es auf den anderen Nachbarn zu schieben. Was wird er tun? Verdammt! Also hat er meine Dusche benutzt. Jetzt ist die Zeit, die Polizei anzurufen. Was ist der Notfall? Da ist ein Einbrecher in meiner Wohnung. Ich verstecke mich, also bitte beeilen Sie sich. Ein paar Minuten später. Puh. Dieser Bastard. Was wird er jetzt tun? Was? Nein! Macht er das schon die ganze Zeit? So. Jetzt was? Wo zur Hölle bleibt die Polizei? Warte. Oh, ja. Nein! Jetzt verstehe ich es. Er ist ein verdammter Perverser. Bitte richte nicht noch mehr Schaden an. Entschuldigung? Er wird meine Unterhose tragen. Alles außer das! Ah. Was war das? Herr Kuroki, wir kommen rein. Hey, was geht hier vor? Wir haben einen Notfallanruf erhalten. Was geht hier vor? Welcher ist der Einbrecher? Erstes, diese verdammte Perverse. Oh. Hä? Du? Was machst du hier? Und warum bist du nackt? Dieser Typ ist bei mir eingebrochen und war an meinem Kühlschrank und versucht, meine Unterwäsche zu tragen. Was? Bedeutet das, dass du derjenige bist, der bei mir eingebrochen ist und mein Essen und meine Unterhosen geklaut hat? Antworte mir! Entschuldigung. Du widerlicher, perverser Abschaum! Hey, aufhören! Also wurde mein perverser Nachbar verhaftet. Komm rein. Ich bin so froh, dass er erwischt wurde. Du auch. Du kannst ihn nicht einfach schlagen, verstehst du das? Sorry. Ich fühle mich echt schlecht deswegen, dass ich ihn vermutet hatte. Wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt nach dem Vorfall. Kickboxen? Ja, als ich jung war. Ich habe mich aber verletzt und bin in den Ruhestand gegangen. Aber dieser Perverse... Das waren die Tage. Ich frage mich, ob er Tachibanas Unterhosen anhatte. Ich habe später meinen Eltern davon erzählt. Oh Mann, wie gruselig. Und warum hast du so etwas Gefährliches gemacht? Ich habe dir nie gesagt, dass du auf sowas aufpassen musst, weil du ein Junge bist, aber es gibt da draußen komische Leute. Pass ab jetzt bitte mehr auf. Ja, naja, ich glaube, ein seltener Fall hat mir gereicht. Aber die Angst und den Ekel, den man fühlt, wenn man so etwas durchmacht, ist echt anders. Nur weil ich ein Mann bin, bedeutet es nicht, dass ich nicht aufpassen muss. Das war eine gute Lektion für mich. Ich muss ausziehen, bevor der Perverse entlassen wird. Ich werde wieder Geld brauchen. Es scheint, als würde ich hart arbeiten müssen, um den Umzug zu bezahlen. ご視聴いただきありがとうございました。金目のものを盗まれなかっただけでも、精神的ダメージがすごいですよね。不法侵入だけでも恐ろしいというのに、自分が出かけている間にこんなことがあったら怖すぎて外に出かけることもできなくなりそうです。出かける際の戸締まりにはより一層気をつけないといけませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。